Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fürster Online. Ich bin's, der Blick. Und wie ich stehe hier gerade in Elde, wir sind ja erfolgreich aus einer Spinnenkaku rausgekommen. Haben da sogar eine Küste bekommen, wenn wir auch die Spinne nicht gekillt haben. Und jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg ins 60er Abbey. 60er war's, ne? 60er? Ja, 60er. Müsste 60er sein. Auf jeden Fall muss ich erstmal nach Uruga. Und da rennen wir dann mal hin. Oh, und ich kann hier erstmal die Quest abgeben, fände ich mir gerade ein. Ja, ja, genau. Quest abgeben. Beenden. Jawohl. Und die können wir ja auch wieder annehmen. Annehmbar hier. Wollten wir brauchen im Turm von Isiel? Nein. Im Eiselturm oder keine Ahnung, wie das wirklich genannt wird, ist mir jetzt auch egal. Da brauche ich jedenfalls nicht mehr rein. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie was bringt. Und die paar Level macht auch nichts. In der Pause zwischen den Folgen habe ich noch mit der lieben Wilma geschrieben, die mich ja angeschrieben hat. Schaut ja auch meine Videos. In dem Fall kann ich ja mal sagen, hallo Wilma, schön, dass du zuschaust. Jawohl. Und jetzt treffe ich mich erstmal mit Hugolino im 60er, hatte ich ja gesagt. Weil das versprochene PvP-Match, das liefern wir uns natürlich. Ja, ich habe jetzt gerade Buff drauf, ich wusste das Shirt nicht, ansonsten nehmen wir da halt mal runter. Wenn sie nicht gerade auch einen drauf hat, damit das dann halt mehr oder weniger fair abläuft. Und dann schauen wir mal. Hehe. Früher war es ja so, konnte ich durchaus gegen einen stärkeren Mage mithalten als Jäger. Ob das heutzutage noch so ist, weiß ich natürlich nicht. Muss man mal gucken. So, sie ist aber jetzt gerade, wie ihr vielleicht seht hier, eine Rauchen. Oder er, keine Ahnung. Ist gerade eine Rauchen und, naja, da sag ich mal, okay, ist halt Rauchen, aber Rauchen ist ungesund. Sowas macht man doch nicht. Sowas macht man doch nicht. Lalalala. So, wir gehen jetzt erstmal ins 60er. Ungeöffnete Karte. Die mache ich dann da auf, solange sie noch nicht da ist, würde ich sagen. Geht's doch durch? Ja, okay. Lädst auch? Ja, du lädst. Braves Spiel, brav. Ach so, die Fußballmünzen. Ich glaube, die kann ich gar nicht mehr eintauschen. Der Typ ist ja jetzt weg. Die Kaku wurde rausgepatcht. Ja, leider. Zählt ja nichts. Okay, machen wir mal hier die Karte auf inzwischen. Ach nee, ich wollte gar nicht die Karte. Ich wollte mal so eine Süßigkeit wieder schlucken. So, den Arkon hatten wir, können wir lassen. So. Hopp. Die Fina-Bolzen kommt. Bin gleich da. Mal schauen, was er sagt, wenn ich da als Fina auftauche. Lalala. Ja, ich hätte mich vielleicht ein bisschen später verwandeln sollen. Jetzt ist der Weg noch so lang und ich kann ja nicht reiten. Was ich aus. Ach nee, ja, zurückverwandeln verwandeln muss ich mich dann ja eh. Und naja, gut, kriegt man schon hin. Meine kleine Fina. Komm, komm, komm. Kannst du endlich springen? Nee, springen kann sie nicht. Na gut. Lalalalalala. Wir gehen in ein PvP-Match. Die dup, die dup, die dai. Die Fina läuft vorbei. Lalalalalala. Wir werden gleich mächtig abgeschlachtet, fürchte ich. Naja, wir werden sehen. Egal, wer gewinnt. Ist ja eigentlich relativ Wurst. Wichtig ist, dass man eben gewinnt. Nee. Wichtig ist, dass es Spaß macht und dass beide fair kämpfen. So ist richtig. So. Um mich schon gleich rauszureden, falls ich eben nicht gewinne. So, lalalalala, gleich haben wir es geschafft. Hallo, ey Matze. Hoffentlich stehen da nicht noch mehr vor dem Tor. Dann werde ich nämlich gleich umgeschnetzelt, sobald ich drin bin. Hopp, komm rein. Zack, zack, zack. Ich laufe, die dumm, die dumm, die dai. Ich gehe in den Abbey. Ganz schnell hinein. Hier hatten wir uns auch schon früher, damals schon zu meinen Zeiten, viele PvP-Schlachten geliefert. Da waren aber halt oft genug noch ein paar mehr da. So, da bin ich. Da bin ich. Lalalala. Sie sagt gar nichts, ist er verwundert. Hallo, bist du schon wieder AFK? Hugo! Kuchen! Didum! Uhu! Ja.
Ja, ich traue jetzt auch. Ich bin also nicht mehr da. Hugo? Ah, okay. Warte, lass mich erstmal zurückverwandeln. Nee, das nicht. Den hier final runter. Zap. Okay. Soll. Nee, der hat Verlängerer drinne. Ich, lass. Buff drinne. Guck mal. Du hast. Ja. VL dafür. Okay. Achso. So, du kannst anfangen, was du willst. Ja, na gut, hauen wir noch eine Vita rein, um das bisschen auszugleichen, aber muss ja eigentlich nicht sein. So. Aber so, hopp, und los geht's. Eine Weile her, dass ich wirklich PvP gekämpft habe. Ah, verdammt. Nein, das ist unfair. Nein, nee. Au. Der hat mich mit der AOE erwischt. Das ist alles. Bom. So, Tränke darf man nicht schlucken. Ich habe auch einen geschluckt, sonst wäre es nämlich eigentlich schon vorbei gewesen. Jetzt hat sie mich. Und vor allem, Dings läuft noch. Hilfe! Beziehungsweise denke, Tränke darf man natürlich schlucken, aber es ist halt für so ein Duellmatch. Ist halt Blödsinn, das kann dauert das manchmal ewig. Plupp! Glückwunsch! So. Früher mit meinem anderen. Guck mal, kriegst eine blutige Nagelkette. Wo kommt die her? Achso, von dem. Ja. Hab auch ein bisschen Erfahrung und aus Reflex sogar einen HP-Trank geschluckt. So, aber nur ein. Ne? So. Weil normalerweise macht man das ja nicht. Lalalalala. So, gut, ich würde mal sagen, ich guck mal, was jetzt so anliegt. Und dann mache ich mal weiter. Ich muss erstmal hier ein paar Kisten aufmachen, dann können wir noch was kaufen. Ja, ich weiß, es ist eh nur hier Arkon und Gründinger und Spinnen auch. Oh, stimmt, die ist ja gar nicht mehr in Druckgruppe. Da schreibe ich einen Blödsinn. So. Okay, bis später. Schwöre, war nur ein HP-Trank. Diese Folge müsste schon übermorgen. Ah, ne. Die erste Folge dieser Aufnahme beginnt. Kaku müsste schon morgen kommen. Klammer, bin spät dran. Noch 60er. So, ich werde jetzt aber eh erstmal, ich glaube, die Folge noch zu Ende machen und dann muss ich eh erstmal auf, damit ich hier mal ein bisschen weitermache. Es ist eine kurze Aufnahme, aber es zählt nichts.
Denn am Tag siehst du sie nicht, nur nachts, wenn du träumst. Immer pünktlich um 12 Uhr. Bin ich rausgegangen? Passt schon. Hihi. Jopp. Ja, wie gesagt, meine Funkepolken werden ja immer pünktlich veröffentlicht. Hochgeladen sind sie meistens schon eher und dann das ganze Geschreibsel. Und dann kann ich ja als YouTube-Partner das geplant einstellen, so dass der geplant das veröffentlicht. Genauso geht das ja jetzt auf Facebook glücklicherweise auch. Und deswegen wird das halt so gemacht. So, und jetzt geht's mal los. So. Bin mal weg. Bis später. Viel Spaß noch. Ich denke, ich werde jetzt erstmal wieder. Zuerst mal hier das ganze Zeug verkaufen, die KQ abgeben und so. Und dann sehen wir weiter. Hehe. Was? Mittags? AFK? Naja. Kommst du schön. Doch. Ich muss jetzt nämlich mal weitermachen, ich kann nicht ganz so viel quatschen, tut mir leid, weil, ja, sonst wird es zu langweilig, ich kann es ja nicht zu langweilig gestalten, das wird schlecht, sonst verliere ich Zuschauer, das will ich ja auch nicht. Nee, das gibt's nicht so, wir geben jetzt erstmal hier die Spinne ab und das nächste Mal brauchen wir tatsächlich die Bertha, wird schwierig werden, ich freue mich jetzt schon drauf, ganz toll, naja, was soll's. Hopp, ja, nimm die Bertha an und dann hier, ja, guter Deal. Hopp. Na komm. Okay, nochmal Orks jagen. Und ansonsten können wir ja mal gucken, was ist wo noch offen. Spinnenangriff ist zu. Was? 15 Mann in Spinne. Na gut, wir haben Sonntag. Das ist aber auch ungewöhnlich. Oh, ist das ungewöhnlich. Da hätte ich doch nochmal reingehen können. Verdammt. Ich. Also, weil das wäre dann tatsächlich ein Wunder geworden. Also mit Sicherheit. Das ist sowas. Naja, was soll's. Gibt nichts Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. So ist richtig rum. Tut mir leid. So, wir gehen jetzt erstmal wieder ein paar. Ihr wisst schon. Dings jagen. Inventar lernen kann ich auch später. Ich habe ja noch genug Zeug in einstecken. Also genug Platz. Da passt das schon. Geh mal ab. Absetzen. Genau. Fein. So, dann hier lang. Und hier in die Ecke. Ist zwar Blödsinn, wenn ich jetzt. Obwohl, doch, ich nehme die Quest an. Gebe sie ab. Und danach werde ich dann vermutlich auch die Aufnahme beenden für heute. Und muss dann halt unter der Woche nochmal schnell irgendwann aufnehmen. Wann weiß ich noch gar nicht genau. Auf jeden Fall, ich hoffe ich mal, dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge ich längst aufgenommen habe. Weil, nicht weil es nicht keiner wissen soll, sondern weil ich dann nicht mal ganz so viel Stress habe. Aber das muss ich halt mal sehen. Ich muss mit dem Dü nämlich auch noch Iron aufnehmen. Der ist aber gerade in Urlaub eigentlich. Und muss das quasi über seinen Laptop machen, hat aber auch nicht die ganze Zeit Zeit, ist ja logisch. Urlaub will man ja auch mal haben. Eine Woche habe ich mir auch schon geplant, da müssen wir dann, oder muss ich dann vorausarbeiten. Und naja gut, in der Woche werden dann halt trotzdem die Folgen natürlich pünktlich kommen, vorausgesetzt. Der Dü und ich konnten sie richtig aufnehmen, die ich alleine mache auf jeden Fall. Also Fiesta gibt es keinen Abbruch, auf jeden Fall nicht. Genauso wenig wie beim Minecraft und Mass Effect und die anderen beiden. Naja, kann es sein, dass da irgendwas ist, aber ich hoffe es mal nicht. So, ist aber noch ein paar Tage hin bei mir und ja, das kündige ich dann nochmal an. Im Grunde das Einzige, was dann ist, dass ich halt vielleicht mal ein paar Tage oder halt eine Woche mindestens nicht auf die Kommentare eingehen kann, weil ich ja eben logischerweise eine Woche nicht da bin. Aber das macht ja nichts. Vom 28. diesen Monats, genau. Also ich habe noch eine Woche zu arbeiten. Dann habe ich eine Woche quasi Urlaub, wo ich quasi voraus aufnehme. Die Woche 2 von meinem Urlaub, die nehme ich mir frei, auch von YouTube. Und ja, Woche 3 bin ich dann wieder da. Mein Schatz hat quasi nächste Woche schon Urlaub. So kann ich dann quasi, während sie da wieder arbeitet, wir haben 3 Wochen alle beide, aber halt um eine Woche versetzt, kann ich dann quasi wieder den Nachschub, den ich brauche, auffüllen und in aller Ruhe noch ein bisschen was aufnehmen. So habe ich mir das geplant. Und ich hoffe, der Plan klappt auch. Steine mal nachfüllen. Guck mal, wir haben nur noch 85. Das vergesse ich garantiert am anderen Ende der Folge, beziehungsweise wenn wir morgen oder in der nächsten Aufnahme hier weitermachen. Also hier, Steine. Und das haben wir hier, 200 aus 13 Stärke 11, naja,
Weg damit. Das Ding weg. Die ganzen Karten, die wir endlich haben, weg, weg, weg. Knochen brauchen wir auch nicht. Und ah, hier haben wir noch eine Karte. Komm, die machen wir noch auf. Soll der Geiz. Könnte ja irgendwas Besonderes sein, was es wahrscheinlich eh nicht ist. Oh, guck mal, ein Ork. Orks und Uragane benutzen ihre Kraft nur zu einem einzigen Zweck. Die hatten wir aber auch schon, oder? Warte mal. Jetzt halt doch mal. Lass doch mal zu. Gut, jetzt nochmal. Sind mehr Sterne. Auf der registrierten Karte sind mehr Sterne. Okay, na, dann lassen wir das auch. Okay, so. Flup. Hopp. Und dann würde ich wirklich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.